Es gibt kaum einen Wittmunder, der nicht schon einmal einen in der Halestadt stationierten Eurofighter am norddeutschen Himmel gesehen hat. In etwa die gleiche Quote gilt für jene, die schon in einem Jet mitfliegen durften. Der Bundestagsabgeordneten Siemtje Möller ist dieses Privileg am Dienstag zuteil geworden. Zum einen gehe es darum, in der Hauptstadt für den ostfriesischen Wahlkreis und dessen Leistungsfähigkeit zu werben. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich persönlich wissen, wovon ich spreche und worüber ich diskutiere, wenn wir in Berlin so spannende Sachen machen wie Tornado-Nachfolge, aber auch allgemein über Infrastruktur, Ausrüstung, über was machen wir eigentlich genau bei der Luftwaffe und so weiter sprechen. Ich habe vorgeschlagen, dass Wittmundhafen ein Modellprojekt wird für die Beschleunigung von staatlichen Baumaßnahmen, und das müsste jetzt noch der niedersächsische Finanzminister auch noch bewähren, denn dort ist noch viel, viel zu tun. Ihm kann das nur recht sein. Richthofen-Kommodore Kai Ohlemacher weist die SPD-Politikerin zwar ohnehin hinter sich, wenn es zum Beispiel darum geht, für das Ende des Investitionsstaus am Standort und dessen Infrastrukturverbesserung zu werben. Die Theorie sei dabei das eine. Aber wenn man es einmal am wahren Leben dann auch erlebt hat, bleibt das in Erinnerung, und ich bin der festen Überzeugung, das wird auch nicht mehr vergessen. Und vor allen Dingen ist natürlich meine Hoffnung, und da bin ich mir natürlich auch sicher, nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber, dass Frau Möller genau diese Erfahrung, die sie heute erleben wird, auch nach Berlin trägt und dort auch ein Stück weit Werbung für unsere Sorgen und Nöte macht. Wann genau die letzte Mandatsträgerin in einen Kampfjet der Luftwaffe gestiegen ist, ist nicht genau überliefert. Siemtje Möller jedenfalls fliegt mit dem Kommodore der Richthofener persönlich. Sein Check des Flugzeugs vor dem Start ist obligatorisch. Die Bundestagsabgeordnete musste sich ihrerseits einer umfassenden Gesundheitsprüfung unterziehen. Denn während des Flugs herrschen enorme Kräfte auf den Körper. Die Höchstgeschwindigkeit des Eurofighters beträgt Mach 2,35. Das entspricht gut 2900 Kilometern in der Stunde. Rund 60 Minuten dauert die Mission, und die bleibt der 35-Jährigen auch ganz praktisch im Gedächtnis. Also das Krasseste war wirklich, als wir gestartet sind, und dann kam das erste Mal diese ganze Belastung auf den Körper. Und da habe ich gedacht, okay, worauf hast du dich da eingelassen? Sind wir hochgezogen und senkrecht durch die Wolkendecke. Und das werde ich nie vergessen. Das war so beeindruckend. Der Kommodore hat also gehalten, was er vor dem Start versprochen hatte.